Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für das Anfangsapplaus. Das war übrigens nicht nötig. Nein, es war wirklich nicht. Ich war auf alles vorbereitet. Ich dachte, es geht einfach auch so. Ein tolles Ding. Das ist gesampeltes Applaus. Gesampelt Applaus. Dies war das Applaus von gestern Abend. Liechtenstein. Toll. Das ist gesampeltes Applaus. Das bedeutet, das genetische Basismaterial des Applauses ist gedownload auf Festplatte, damit man in gewisse Patch-Modus 8 Patches zu gleicher Zeit editen kann, ohne dass man Probleme bekommt mit Voice Assign oder Key Shift. Gesampeltes Applaus. 8 Wochen her waren wir in Schottland auf das berühmte Comedy Festival in Edinburgh. We want more! We want more! Dudley Moore spielte auch da. Tolles Ding. Spanisches Applaus. Und natürlich auch deutsches Applaus, ist auch gesampelt. Deutsches Applaus. Holland ein Riesenwitz. Aber das Applaus ist ein deutsches Wort, nicht? Das ist das Verb applauzen. Applauzen bedeutet von Lausen befreien. Ja. Applauzen, das steht alles in diesem Buch. 500 Jahre deutscher Humor. Oh, das geht noch, hä? Doch. Das, was die Leute in England sagen, stimmt nicht, hä? Das ist noch ziemlich dick, wenn man das vergleicht mit dieses winziges Buch. Was gibt's zu tun in Viersen? Ja, ja. Das funktioniert überall, meine Damen und Herren. Wenn ich nur Viersen erwähne. Aber deutsche Humor. Auch diese Geschichte kennen Sie natürlich. Die zwei Deutsche, die sind in England auf Ferien und bestellen dann irgendwo in eine Kneipe ein Getränk auf ihr Bestenglisch. Waiter, waiter, can we have 2 sherry, please? Und dann fragt der Waiter, dry, sir? Nein, 2! Na, ich schaffe es ganz gut allein, meine Damen und Herren. Das, welch ein Angebot haben wir heute Abend, ein holländisches Cembalo da. Viel. Kommt aus Delft. Ne? Spät 14. Jahrhundert. 1628, sehr spät 14. Jahrhundert. Und es ist ein Flügel aus Bösendorf. Das sind die Komponisten von heute Abend, Franz Schubert. Er ist nicht ganz natürlich, aber eigentlich größer. Aber Schubert lief immer so. Schubert ist ein tolles Flügel, ein deutscher Flügel eigentlich. Und wenn ich an Deutschland denke, dann, wenn ich wieder hier bin, dann höre ich Musik, meine Damen und Herren. Wenn ich an Viersen denke, dann höre ich Musik. Dann höre ich. Viersen. Dann sehe ich Ihr Bundeskanzler so durch seine Stadt spazieren. So. Tolles Ding, ne? Schöne Flügel. Das ist ein berühmter Flügel. Viele berühmte Musiker haben schon hier gespielt, hier in dieser Halle. Auf diesem Flügel gespielt, so Vladimir Horowitz. Thank you.
Wladimir Ashkenazi. Und Arthur Rubinstein. Haben alle hier gespielt. Und Richard Kleidermann. Wir haben Halle hier gespielt. Und Dankeschön für diese effiziente Art. Thank you very much. It's so wonderful. You're almost the most beautiful audience I've ever seen. Also, und Gandhi zum Beispiel, als er hier spielte, hier in Viersen, Mahatma Theodor Gandhi, hat immer gesagt, als ihr Mann ihn fragte, was er dachte von Western Civilization, hat er gesagt, that would be nice. Das verstehe ich selber auch nicht so gut. Und Toscanini war hier und Toscanini hat immer gesagt, Lolita rivera Toscanini con i suoi capelli chiari biondi, con i bocca della ragazzina estremamente sensibile che non faceva mai muso, perché per questo è troppo minorenne, ma occhio lì del portista, cosa è successo? Il suo fagotto solamo che è un solo modo per affrontare la menstruazione, Tampax. Und es freut mich, dass Sie das verstanden haben, meine Damen und Herren. Es ist nämlich auch wahr, natürlich. Ja? Es ist wahr, ob man nun nass wird von vorne oder in der Mitte. Ja? Wir sind doch alle Pamper Boys and Pamper Girls. It's so absorbing. Pamper Man. Hey, come on. Pamper Boy, can I be your Pamper Girl? You are my Pamper Boy, and I'm your Pamper. Because I'm wet in front or in the middle, yes, I'm wet in front or in the middle, yes, I'm wet in front, and you're my Pamper Girl, Pamper Boy. Das kommt auch aus den amerikanischen Talkshows, nicht das Ding, so hier da. Bei Jay Leno, David Letterman, so Harald Schmidt, nach jeder Witz. Vergesst es. Aber die haben alle hier gespielt. Victor Borge zum Beispiel war mal hier. Kennen Sie noch die dänische Komödianten Victor Borge? Der hat immer so angefangen mit Rachmaninoff. When you hear this. That's the introduction. And when you hear this, that's the main theme. And when you hear this, then there is definitely something wrong because that's Tchaikovsky. Schöne Musik, nicht? Robert Schumann zum Beispiel, na, das ist Tchaikovsky, aber Tchaikovsky, das ist aus der Serie Musik für Melonen und das ist ein sehr berühmtes Konzerto von. Das ist ziemlich lang, aber es ist sehr schön. Und es gibt auch eine kurze Version von diesem Konzerto, so.
Ich habe das gerne, meine Damen und Herren. Nicht zu lang, nicht zu viel Information. Kurze Themen, catchy Tunes. Im klassischen Bereich Edvard Grieg. Das zweite Teil kennen Sie bestimmt selber. Ja, das dauert zu lang. Noch einmal. Dies ist viel effizienter. Oder in einer Bearbeitung von Karl-Heinz Stockhausen. Perfekt, nicht? Das dauert zu lang. Dies ist wunderbar. Kurze Musik. Nicht? Kurze Themen wie zum Beispiel. Eigentlich eine kleine Reaktion erwartet. Hi. Das könnte vielleicht kollektiver gesungen werden, meine Damen und Herren. Mit mehr Energie so. Oder Heu wäre auch gut. Ja? Mit mehr Begeisterung, wie das ist unser Heu. Gestern ist es passiert, dass die Hintergardinen zu wehen anfingen und auch meine Haare und so. Thank you very much, it's so wonderful. You're almost the most perverse audience I've ever seen. Let's have children together. Ja, also. Es kommt aus Limburg, aus Holland, aber. Spargel. Was ich da mal anfangen soll, ich weiß überhaupt nicht. Es kommt noch zurück. Aber kurze Motiven. Ich bin Mozart zum Beispiel. Wolfgang Mozart hat zu oft zu viele Noten komponiert. Und diese Befund. Das kann auch viel effizienter gespielt werden. So. Dankeschön. Das kann auch kurzer. Also, aber Mozart, eigentlich reicht, bei Mozart reicht die schon nicht. Das ist Basic Mozart, so. Er ändert immer mit dieses Motiv. Zauberflöte. Das ist alles, was er braucht, so. Immer. Alles. All diese Energie führt zum. Macht er immer, niemand weiß warum. Moment. Wirklich. Toll. Das kennen Sie auch, natürlich Mozart. Das ist übrigens Andrew Lloyd Mozart. In England wird er His Master's Thief genannt. Ja, eine Menge hat er geklaut, nicht? Ich kenne das so gut. Aber früher konnte man das nicht beweisen. Aber jetzt haben wir Internet, meine Damen und Herren. Ist es World Wide Web geworden. Und ich habe zum Beispiel entdeckt, dass Weber eine Menge Brahms studiert hat, als er jung war. Eine Sonate von Brahms. Eine berühmte Sonate. Weil er hat es als Kind wahrscheinlich langsamer einstudiert. Yeah.
Don't cry for me, oh Madonna. The truth is I never liked you. You won't get Oscars. You have no talent. Das ist mein persönliches Problem, aber Weber. Da war wirklich ein Witzbold Mozart, nicht so. Das hat er von Chopin geklaut, nicht? Das ist wirklich Chopin. Ja, es waren die Romantiker, aber das ist Mozart. Dies ist Count Basie. Und dies ist... Nein, lieber nicht. Das ist zu teuer. Nein. Das ist Strauss. Oder es ist André Rieu. Kennen Sie schon André Rieu? Ja? Wird bei uns Chopin genannt. Und... ich habe ein Bild dabei von André Rieu. Hier ist der. Unser Walzerkönig, nicht aus Holland, er macht wirklich, aus alles macht er einen Walz, er kommt rein und überall in der Welt, hier in Deutschland ist er schon berühmt, in England, Amerika und so. Macht das. Und dann... Dann tourt er, macht er so ein Tournee in Amerika, in Detroit und so. Und er spielt da amerikanische Komponisten wie Dave Brubeck. So. Aber bearbeitet von André Rieu klingt es so. Das hat er auch gemacht, nicht Tschaikowski, so. Aber als André ja spielt, klingt es ganz anders. Ja, aber das ist Mozart. Kennen Sie die Barbie-Variation von Mozart? Nicht? Barbie-Variation, das ist ursprünglich ein Mozart-Thema. Und er hat das geerbt von seinem Vater, Leopold Mozart. Vati Leopold hat für seine Kinder die Spielzeug-Symphonie komponiert, die Toy-Symphonie. Und die mache ich mal ganz gerne erstmal arrangiert von Rudolf Steiner, Maestro. Bearbeitet von Karl-Heinz Toys R Us. Jetzt etwas ganz ruhig. Ooh.
So studierten wir früher. In the old days, lang, lange her. Aber so wird das heutzutage nicht mehr gemacht, meine Damen und Herren. Die Leute studieren heutzutage mit einem Finger. Und dann geht es so. Und dann Shift F7. Delete. Are you sure? Go! Es geht ganz schnell heutzutage. Das ist ganz anders. Mein erstes Klavierheft, das war sehr einfach. War ich ungefähr 3 Jahre alt. Das ist zu weit da hinten. Und das war, wir studierten, meine Lehrerin benutzte die Suzuki-Methode. Kennen Sie das? Das ist eine japanische Klaviermethode. Das fängt ganz früh an, 7 morgens. Mit einer Begrüßung des Klaviers. Und und dann mein zweites Klavier, das war ziemlich einfach, ganz einfacher Komponist, so Franz Josef Knirps. Das waren sehr einfache Stücke, Sie kennen die natürlich so. Überrascht mich auch immer, aber ich ging ziemlich schnell, als ich 8 Jahre war, studierten wir dies, Franz Pubert. Sie kennen Sie die finnerische Lieder von Franz Pubert? Nein? Ganz schön. Ich spiele mal ganz die Unvollendete von Pubert. Hat er nie zu Ende gespielt. Es ist ganz einfach so. Ja, wir haben in Holland sogar einen Text dazu geschrieben. So, we gaan naar Zandvoort, al aan de zee, al aan de zee. We gaan naar Zandvoort, al aan de zee, al aan de zee. We gaan naar Zandvoort, naar Zandvoort, naar Zandvoort. Al aan de zee, al aan de zee. We gaan naar Zandvoort. Aber er ist nie angekommen, wahrscheinlich. Schubert war einer der wenigen Österreicher, der noch nie in Zandvoort war. Und, aber sie lieben holländische Lieder, habe ich gemerkt, nicht? Ich kenne noch so ein Lied, das mein Großvater mich gelernt hatte. Sap, sap, sieping, wanne bena rieping, tu kom meiti, als de veugels eieren leggen, leggen ze dan geen eieren. En maar doppen, hoite al de wieven, vlak voor de koppen, koppen bloeien, bloei, bloei, varken, ritamine marken, ritamine ossenzeel, ossenzeel steekt in de brand, wie het dat te donen? Sap, sap, sieping. Het is gisteren 11:30 geworden. Als de vuurzaal zijn leggen, leggen ze lang geen eieren. En maar koppen, punt al de lieve, vlak voor de kop, koppen bloeien. Dankeschön. Dit is ganz monotone applaus. Ja, die Deutschen klatschen gern, heb ik gemerkt. Wie die Holländer übrigens. Ja, immer boom, geboom, geboom. Das hat man heutzutage, wenn man Schubert spielt, dass die Leute mitklatschen, nicht? Das ist neu. Ja, nicht überall natürlich, aber... Ja, das fängt dann so bei Grevenbroich fängt das an, nicht? Aber meistens doch, nicht? Ja! Halten Sie!
sie durch. Ja, sehr schön. Ah, das ist schade, dass sie nicht intakt bleiben können. Na, die Deutschen klatschen sehr gern, wie die Holländer, nicht? Immer so, puh. Weil bei uns hat das einen Grund, das ist eher Rammen als Klatschen, was wir machen. Das ist unsere Sumpfhintergrund, unser Poldergeist. Ja, Holland ist nur Wasser, nicht? Das ist das Ende aller Flüsse und wie Goethe schon gesagt hat, dort, wo du nicht bist, da ist Holland. Ja? Aber die Holländer, so genau wie die Deutsche, klatschen immer ganz tüchtig, auch bei solcher Musik. Ja, heute weniger, aber ich zähle mal ganz kurz. Nicht eins, zwei, drei, vier. Ja, Sie klatschen jetzt auf alle vier die Takten, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich die eigene Entscheidung, aber es ist Ihr Theater, es ist Ihre Stadt. Aber üblich ist es nicht, hä? Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie noch mitmachen wollen mit die Euro, sollen Sie doch anders klatschen, nicht? Das soll eigentlich geschehen auf 2 und 4. 2 and 4, sagen wir bei Labour. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4! Yeah! Come on! Sehr gut! Es geht wieder falsch! Sie sind wieder auf 1 und jemand hat die Takt umgedreht, meine Damen und Herren. Wo war ich eigentlich? Oh ja, bei Schubert. Schubert war wirklich ein romantischer Komponist, aber das komme ich noch da auf. Was war das Thema? Oh ja, Pubert, ich war sofort in die Avantgarde herein, ganz extreme Komponisten, so wie Franz Josef, kennen Sie natürlich alle hier, Johann Gottfried Prick. In England ist das ein Riesenwitz, aber hier Mozart, habe ich viel studiert. Und als Kind Chopin natürlich. Ferenc Chopinski war es eigentlich. Kam aus Polen. Und Chopin, Sie kennen natürlich die Polonaise von Chopin, nicht? Das ist die kurze Version. Es gibt auch eine längere Version. Das ist meins. Danke. Und die Stundenwalz, kennen Sie vielleicht die Stundenwalz von Chopin? Es dauert und dauert. Wir haben keine Zeit dafür. Aber Chopin war auch so ein Romantiker, nicht? Dass man denkt, oh, das klingt schön romantisch, aber man weiß eigentlich nie, was es bedeutet bei klassischer Musik, nicht? Es ist immer unbekannt, es sind Töne, Noten, es ist abstrakt, es ist Lieder ohne Wörter, ja, vergessen. Und wenn man so einen Walz von Chopin angehört, so. Es klingt romantisch, aber nehmen wir an, dass Chopin dies sagen will, so, kommt es so weit, kommt es so weit, kommt es so weit nun, wo schlafen wir dann, schlafen wir dann, dann fällt 50% der Zielgruppe ab. Denn das haben wir dann eben nicht gehört. Eh? Und Schubert hat das auch. Franz Schubert war auch so ein Romantiker, hat alles, was ein Romantiker braucht, so Syphilis hat er gehabt und wie Tschaikowski, nicht? So, Cholerie, Cholera, Es ist nicht angenehm, aber das musikalische Ergebnis ist fabelhaft, ne?
Aber Chopin war wirklich ein Romantiker, so wirklich so. Oh yes, I am Chopin. Oh, oui, je suis Chopin. Die französische Musik, nicht so, so leicht, die Franzosen haben das, diese Leichtheit, diese. Ich aktiere nur, ne? Das ist so leicht, die, das französische Chanson hat das auch, nicht? Diese Transparenz, diese. Comme ça, le... Oh Madeleine, j'ai une érection jusqu'au plafond, jusqu'au plafond, je te pardonne. Oh Madeleine, j'ai une érection jusqu'au plafond, je ne suis pas Alain Delon. La la la, la 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 la. Ce sont françaises, dis-je. Chopin. Aber Chopin, das war sehr schwer. Etudes, so, die sind sehr schwer, sehr schnell auch so. Ja, das wird heutzutage, wird das ganz anders studiert. Mit einem Finger, ja, digital eigentlich. Dann Shift F7, Delete, Are you sure? Are you really sure? Go! Schweinepest. Aber es herrscht nicht, aber das ist ja ein tolles, das kommt aus Holland, wie gesagt, aus Delft und dieses Instrument ist von vielen Komponisten benutzt worden.
So, Bach hat viel für Cembalo komponiert. Als er 2 Jahre war, zum Beispiel, hat Bach viel komponiert. So. Ziemlich normal in diesem Alter. Aber als er 6 war, komponierte Bach sein absolutes Meisterstück. So. Aus Thüringen, nicht? Aber nicht nur Bach, aber auch die Beatles zum Beispiel haben solche Instrumente benutzt. So Ende 60er Jahre wollten die Beatles mehr klassische Einflüsse, klassische Musik. Beatles Goes Classic, die Academy of George Martin in the Strawberry Fields. Und ich war damals selbst auch ein Mitglied der Beatles. Das wissen nicht viele Leute mehr, aber das ist eine sehr alte Platte aus dieser Periode. Das bin ich. Das ist eigentlich Hans Lieber with the Beatles. Das haben die später geändert in With the Beatles, aber das ist nicht komplett, meine Damen und Herren. Nein, man geht auch nicht nach Und Kloppenburg. Nein, wirklich. Aber dieses Instrument war ganz voll, ganz gefüllt mit holländischer Kreativität und das fressten die Beatles, das fanden die toll, was da alles auskam, nicht? An holländische Produkten, nicht? Das ja. Früher war Holland das Holland, ja, Frau Antje bringt Käse aus Holland, ne? Oder Klumpen, Holzschuhe, aber jetzt ist es das Land von unserem Premier, wie heißt er nochmal, erster Minister? Wim Koch, das ist sein Name. Ja, hat sich geändert. Sagte Piet, wiede. Das ist so klein, nur 200 Kilometer so. Und es hat die Beatles ganz beeinflusst. Auf diesem Instrument spielte ich mit John Lennon, mit wem ich noch immer Kontakt habe übrigens. Ja, via Internet geht das problemlos, nicht? Ich E-Mail ab und zu, wie es mit seiner Frau geht, nicht so von Yoko, Yoko. Das kennt hier niemand, aber da oben, das ist... Also, da, ja, Sie kennen natürlich, dann nahm ich so Lieder für John mit, so holländische Volkslieder. So. I'm fixing a hole where the rain gets in. Das Thema war ein Junge, der mit seinem Daumen versucht, einen Deich geschlossen zu halten. Tries to close a dike with his thumb. Aber Sie kennen all diese Volkslieder natürlich, die ich mitnahm für John. So. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one. Hold on. What's the matter, John? No, I'm just going to raise this so it's nearer the bass strings than the top string. It's Lennon. Pause broken at last, pause broken at last, he's broke today. Hey, John, shall we finish the song now? I'm ready for it, please. Okay. One, oh, you ready? I told you. Okay. One, two, three, one, two, three. Ah, er fand das viel zu schnell. Und Sie kennen natürlich die langsamere Version, diese... Picture yourself on a boat on a river with tangerine, tangerine trees and marmalade skies. Suddenly someone appears at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Er sah Sachen, die es überhaupt nicht gab, meine Damen und Herren. Toll. Ja,
Und da gab es einen Moment, dann sollte ich mich von John Lennon auf einen Hügel stellen, so hinter einen Flügel so. Dann habe ich die Beatles verlassen. Ja. Hey. Tolles Ding, nicht? Das ist eine musikalische Peitsche, meine Damen und Herren. Das ist ein richtiges musikalisches Instrument. Das wird meistens gespielt von den Schlagzeugern im Orchester. Die stehen dann hinter im Orchester, hinter die Tenören. Unglaubliche Fantasie haben sie heute Abend. Und stellen Sie sich vor, wie das geht. Aber das tun sie offenbar schon. So ein Sänger, wir nennen das in Holland einen Heldentenor. Jedenfalls bis diesen Moment. Heroic Tenor, so ein Heldentenor, fängt an zu singen. Ganz laut natürlich und hoch. Und irgendwo in der Nähe von diesem hohen C oder F attackiert der Schlagzeuger. Und so ist während des Konzerts der Tenore Castrato entstanden. Countertenor. Tenore non alcoholico. Und das gibt es nicht mehr. Leider, es ist verboten. Leider, es war so schön. Das wäre ein tolles Beruf für Bill Clinton eigentlich. Und, mal schlucken, nicht? Und ja, aber das, ich habe noch Musik gefunden für Tenore Castrato und Orchester von Händel, Georg Friedrich Händel, ein ziemlich unbekanntes Castratorium von Händel. Oh. Ende 14. Jahrhundert komponiert. Tolles Ding, nicht? Man kann nicht mehr ohne heutzutage.
Das ist eine rhythmische Laptop von Microsoft hergestellt. Das hört man ab und zu in Autos, die so vorbeifahren, nicht? Neu. Das ist ein Ford Neuro. Das hat was mit dem Motor nicht in Ordnung. Tolles Ding, nicht? Verrückte Kuh. Es ist so einfach. Ringo Starr zum Beispiel mit zwei Fingern so. Jetzt machen wir, meine Damen und Herren, die Variationen für Laptop und Symphonieorchester. Maestro. Toll, schöner Übergang. Etwas ganz anderes. Es gibt immer sehr viele Leute im Publikum, die fragen immer, Hans, willst du nicht mal für einmal ein Stück von A bis Z zu Ende spielen? Nein, es scheint ein unglaubliches Bedarfnis danach zu sein. Und ich hatte deswegen neulich noch ein Gespräch mit meinem Sexuologe, Sexualberater. Und er sagte, wenn du denkst, dass du es zu Ende schaffen wirst, musst du versuchen. Aber ich werde das nicht allein machen, meine Damen und Herren. Ich habe jemand eingeladen für heute Abend. Eine Sängerin, sagt sie selbst, ist ein... das sind nicht meine Wörter. Aber die singt ganz schön, die hat eine riesen Ausstrahlung und so, sehr viel Talent und die kommt aus Duisburg. Aber die hat so viel Talent, mit all diesem Talent will man natürlich auch noch weiter, nicht? Wenn man natürlich ab und zu nach Viersen. Und es ist eine Opernsängerin. Und ich sagte, ja, das ist natürlich dein eigenes Ding, es ist dein Leben. Aber ich finde Oper, ich finde es ganz fremd. Ein Oper. Das ist, wenn jemand mit einem Messer gestochen wird, dass er dann anfängt zu singen, statt die Polizei anzurufen. Aber das... Aber heute ist sie bei uns, meine Damen und Herren, eingeflogen aus Duisburg. Ein herzlicher Applaus, wo ist sie? Oh, da kommt sie da hinten. Für Pauline Farcastle. Das ist sie. Ich habe noch nicht gesungen. Der eigene Name ist natürlich nicht Pauline Farcastle, die heißt Pauline Verbürg. Aber ich fand, man soll in diesem Beruf einen Künstlernamen haben. Neulich hätten wir eine Geigerin und die spielte fantastisch Geige, aber sie hieß Anne-Marie von Kaninchenburg. Und dann
dann habe ich Anne Mary Rabbitsboro da ausgemacht. Und Anne Mary Rabbitsboro spielt heute Abend in Carnegie Hall, meine Damen und Herren. Es ist zwar kein Konzert da, aber die wollte viel Platz haben. Und das ist ihr Freund. Er wollte immer sehr nah sein. Da ist kein Film darin. Meine Damen und Herren, ja, Pauline ist gekleidet im weißen Tüll mit blauen Blümchen da unten, die sogenannte Tuilerien. Das Leibchen ist mit Gänseleber gefüllt. Das ist gemein. Das ist nicht wahr. Aber oh, sie will singen, sie will singen. Ich dachte, sie soll eine Tüte über den Kopf schmeißen, aber nein. Wir gehen singen, aber das ist neu für heute. Heute Abend dürfen Sie entscheiden, was wir heute Abend singen. Entschuldigung? Königin der Nacht. Königin der Nacht. Ah, das ist Mozart, nicht? Doch. Also das ist aus der Zauberflöte, nicht? Königin, nicht? Doch. Ich kenne das Ende, das ist ganz einfach. Toll. Königin der Nacht. Können Sie die ersten vier Takten bitte vorsingen? So, das ist ganz hoch, ne? Kannst du das? Das wäre zu teuer. Königin der Nacht von Mozart. Noch mehr von Mozart? Oder andere Oper. Das ist eine Opernsängerin. Also wenn Sie eine Oper bestimmt hören wollen oder einen Komponist, zögern Sie nicht. Entschuldigung? Carmen, Hans Lieberg, angenehm. Ja. Haben Sie das öfter, dass Sie so von selbst sich vorstellen? Das ist ein Oper, nicht? Die Oper Alfonso Broccoli, das ist... Hey, Carmen, das ist doch Bizet, nicht? Georges Bizet? Doch. Ja, Bizet, das ist ganz schick. Das steht in der Oper sogar auf die Toilettüre. Bizet, ganz. Carmen, das ist toll. Mal gucken, ob die das kennen. So. Zu spät, ja. Reicht. Noch mehr von Bizet, meine Damen und Herren? Oder andere Oper? Rigoletto. Das ist von, wer hast du gemacht? Verdi, nicht, oder? Verdi nicht, ja, doch Verdi. Ja, mal gucken. Rigoletto. Ja, kennen Sie nicht, das kann Sie nicht. Rigoletto, noch mehr? Da hinten vielleicht? Oder Lieder von Schubert oder so? Die Rosenkavalier. Das ist für, nicht für Einsängerin. Ist das für Einsängerin? Ist genug? Oder wollen Sie auf die Bühne kommen? Dann, Rosenkavalier. Strauß ist das, nicht? Strauß. Bring ich die Rosenkavalier. Das ist ganz spontan. Da hinten noch eine Chance. Entschuldigung? Entschuldigung? Romora? Was hast du gesagt? Banola. Das, Entschuldigung, Atollah. Ayatollah ist ein sehr berühmter. Der endet so. Aber wir haben genug. Ich habe Bizet, ich habe Verdi, ich habe Mozart. Ich möchte gern anfangen mit Rossini. Danke für Ihre Mitarbeit, meine Damen und Herren. Und das ist eine berühmte Arie, Una voce poco fa, aus Il Barbiere di Siviglia. Die Musik ist von Gioachino Rossini, hatte ziemlich lange daran gearbeitet, von 1792 bis 1868. Steht da unten, ne? Der Text ist von Dante an Dante. Das ist
wahrscheinlich seine Assistentin gewesen. Genau wie Clinton hat Rossini auch viele Assistenten gehabt. Und das ist wirklich, wenn man die Texte so anguckt, dann ist das wirklich ein Assistenten so. Und das schließt ab mit vier Zaunen oder vier Kreuzen. Und wir machen es nicht ganz. Und das will Rossini auch nicht. Das steht nämlich hier davor, drei Viertel. Ich bin doch wirklich. Das ist für dich. Na, guck. Una voce poco fa andante. Italienisches Vorspiel. Lang, aber langweilig. Job für mich, meine Damen und Herren. Brauchen Sie noch einen Gärtner oder so? Ich habe nichts zu tun. Genug Pause. Meine Damen und Herren, Sie sollten doch öfters ins Konzert gehen, bitte. Es ist noch lange nicht zu Ende. Ich hätte auch gerne Kaffee, aber ich muss noch. Falls Sie noch Bravo zwischendurch rufen möchte, es ist ein Mädchen, also es ist Brava. Prego. Und da kommt jetzt ein Intermezzo. Intermezzo per piano forte non questi per tutti. Also das mache ich allein. Intermezzo. Das ist zwar Rossini, aber das steht nicht da. Ne? Nein, habe ich selbst erfunden. Moment, dass Wilhelm Tell in seiner Unterwäsche die falsche Oper betritt. Alter Schießer. Hast du? Steht sie noch immer da?
Und dann kommt jetzt, meine Damen und Herren, wenn ich so Stimme hätte, werde ich auch so singen. Das ist toll, nicht? Und jetzt ist, kommt ein Moderato. Moderato, das ist Klassikradio mit das Moderato von Rossini. Bitte bleibt bei uns. Moderato. Schon gesungen, Pauline, glaube ich. Milch, Zucker. Finale, per favore, caffè con leche, espresso, cappuccino. Thank you.
Applaus. Applaus.